Die Natur hat viele Gesichter und Naturphänomene können schön, aber auch beängstigend sein. Hast du schon einmal von Morning Glory Clouds gehört oder eine Superzelle gesehen? Was ist mit einem Feuerteufel? Das sind Naturphänomene am Himmel und wenn du sie noch nicht kennst, dann zeigen wir sie dir hier. Also sei gespannt auf die furchterregendsten Himmelsphänomene, die gefilmt wurden. Amazing! Woohoo! Superzellen. Sieh dir diese Mutter aller Stürme an, die furchterregende Superzelle. Wünsch dir nicht, in ein solches Gewitter zu geraten, denn das sind die gefährlichsten Stürme überhaupt. Superzellen sind massive Gewitter mit einem rotierenden Aufwind, der Mesozyklon genannt wird. Superzellen treten nicht sehr häufig auf und das ist auch gut so, denn sie können große Schäden anrichten. Superzellen erkennt man an ihrer rotierenden Struktur, wie sie in diesem Video zu sehen ist. Superzellen können sich überall bilden, vor allem in trockenen Klimazonen, aber am häufigsten sind sie in den Great Plains in den USA, in der Tornado Alley, unter anderem in South Dakota. Einer der dramatischsten Superzellenstürme ereignete sich in Schulzburg in Colorado am 28. Juni 2013. Feuerteufel. In dieses Aufeinandertreffen von Himmel und Erde möchte man nicht hineingezogen werden. Feuerteufel gehören zu den gefährlichsten und verheerendsten Wetterphänomenen. Feuerteufel oder Feuerwirbel sind brennende Wirbelstürme, die aus Feuerwind, Schutt und Asche bestehen. Sie werden durch Waldbrände verursacht und entwickeln sich meist zu feurigen Tornados, wie höllische Feuerblitze, die vom Himmel kommen. Sie wurden erstmals 2013 bei den Waldbränden in Canberra in Australien beobachtet. Sie beginnen als Wirbelstürme und steigen als Rauch auf. Aber die Hitze der Brände verbindet sich, vom Wind angetrieben, mit den Wirbelstürmen und bildet einen Feuerteufel. In der biblischen Mythologie wird der Pharao, als er die Sklaven verfolgt, die er aus Ägypten hat entkommen lassen, von einer Feuersäule aufgehalten, bei der es sich um einen Feuerteufel gehandelt haben könnte. Das Gefährliche an einem Feuerteufel ist sein Wirbel, der sich nicht von der Oberfläche bis zur Wolkenbasis erstreckt. Dieser wird durch Oberflächenwinde angetrieben und steigt aufgrund von Hitze auf. Unabhängig vom Ursprung handelt es sich jedenfalls um ein gefährliches Phänomen. Lenticularis-Wolken. Lenticularis-Wolken sind der schlimmste Albtraum eines Piloten und können auch deiner sein, wenn du von Denver aus über die Rocky Mountains fliegst, wo sie häufig auftreten. Lenticularis-Wolken können beängstigende Turbulenzen verursachen und sind wie Meereswellen, die ein Schiff herumwerfen, nur dass sie es mit einem Flugzeug machen. Es handelt sich dabei um dicke Luftmassen, die immer wieder an den Bergen abprallen und eine atmosphärische Instabilität verursachen. Lenticularis-Wolken über den Rocky Mountains sind besonders gefährlich, weshalb Flugzeuge sie tunlichst meiden sollten. Sie verursachen starke Turbulenzen, die einen durchschütteln. Es ist wie eine Raftingfahrt über Wildwasserstromschnellen. Trotz ihrer Gefährlichkeit bieten Lenticularis-Wolken einen beeindruckenden Anblick, sind aber eben nicht so liebreizend, wie sie aussehen. US-Piloten haben berichtet, dass sie die Flugzeuginstrumente durcheinanderbringen können, was zur Beschädigung oder zum Absturz eines Flugzeugs führen kann. Der rote Mond. Der Mond ist normalerweise grau-weiß, aber manchmal ist er rot, was schon öfter gefilmt wurde und wird dann Blutmond genannt. Es gibt zwei Erklärungen für diese Rotfärbung. Bei einer totalen Mondfinsternis spricht man manchmal von einem Blutmond, weil der Mond rötlich aussieht, wenn er vollständig in den Erdschatten eingetaucht ist. Der rötliche Farbton entsteht durch den roten Rand des Erdschattens, der auf dem Mond reflektiert wird. Die andere Erklärung ist ein Mythos, der nicht auf Tatsachen beruht, aber dennoch interessant ist. Nach Ansicht der Inkas ist der rote Mond ein böses Zeichen. In Mesopotamien wurde die Mondfinsternis als Angriff auf die Könige betrachtet, während sie in der indischen Astrologie für den Dämon Rahu steht, der das Elixier der Unsterblichkeit trinkt.
Die Sonne und der Mond enthaupten Rahu, aber da er das Elixier getrunken hat, bleibt sein Kopf lebendig. Laut den christlichen Predigern John Hagee und Mark Bills stellt ein Blutmond eine Tetrade dar, die mit der Mondfinsternis im April 2014 begann und den Beginn der Endzeit bedeutet, wie sie in der Bibel im Buch Joel, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20 und in der Apokalypse beschrieben wird. Es sei dahingestellt, welche Erklärung besser klingt. Habub. Wer mal im Nahen Osten war, hat vielleicht einen Sandsturm in der Wüste erlebt. Sandstürme sind Naturphänomene, die lebensgefährlich sein können, vor allem wenn man im Freien erwischt wird. Aber ein neuartiges Phänomen, der sogenannte Habub, gibt Anlass zur Sorge. Es sind typischerweise Wolken aus aufgewirbeltem braunem Schmutz. Die Sandstürme treten häufig an der Westküste Australiens auf. Sie entstehen durch Sand, der sich mit riesigen Wolken vermischt, die den Staub über weite Gebiete tragen. Der Hauptgrund dafür sind sommerliche Hitzewellen, bei denen hohe Temperaturen diese monströsen Naturphänomene erzeugen. Wenn dann noch Waldbrände hinzukommen, kann die Hölle losbrechen und tausende Hektar Land vernichten. Der Mondhallo. Hast du schon mal einen Mondhallo gesehen? Er ist wunderschön, aber auch unheimlich. Antike Zivilisationen waren verängstigt über solche Phänomene, die als Unglücksboten angesehen wurden. Und heute noch sieht man in einem Mondhallo einen Vorboten für Wetterumschwünge, insbesondere im Winter. Überraschenderweise stimmt das, da Cirrus- und Cirrostratus-Wolken im Allgemeinen vor Regenfällen und Stürmen auftreten. Ein Mondhalo entsteht durch die Reflexion, Brechung und Streuung des Lichts durch die Eispartikel in den Cirrus- oder Cirrostratuswolken. Durchdringt das Licht diese sechseckigen Eiskristalle, entsteht ein doppelter Halo. Manchmal kann ein Halo sogar Speichen haben, wenn das Licht von Wasser oder Eis reflektiert wird. Das Phänomen des Mondhalos ist vergleichbar mit einem Regenbogen, der entsteht, wenn Regen zwischen Auge und Sonne fällt. Katatumbo-Blitze. Blitze und Gewitter sind nicht besorgniserregend, solange man drinnen bleibt. Aber möchtest du an einem Ort leben, an dem es 300 Tage im Jahr den ganzen Tag über Gewitter gibt? Willkommen am Maracaibo-See, einer Brackwasserbucht, die sich im Norden zum Karibischen Meer hin öffnet. Über dem See und dem nahegelegenen Fluss Catatumbo gibt es an 300 Tagen im Jahr 250 Blitze pro Quadratkilometer. Der sogenannte Catatumbo-Blitz schlägt kurz nach Einbruch der Dunkelheit etwa 28 Mal pro Minute in den Maracaibo-See ein und das bis zu 9 Stunden lang. Man sieht da nur noch Blitze um sich herum, als habe man die Hölle betreten. Überraschenderweise haben Seeleute seit Jahrhunderten keine Probleme mit den Blitzen und nutzen sie als Leuchtfeuer. Für die rund 20.000 Fischer in den Dörfern dieser Gegend sind die Blitze ein Stück Heimat. Rote Kobolde. Lenticularis-Wolken und Habubs sind unheimlich. Aber was kann gruseliger sein als rote Kobolde, die aussehen wie aus Der Krieg der Welten entsprungen? Rote Kobolde treten bei Gewittern auf und sind großflächige elektrische Entladungen über Cumulonimbus-Wolken, also Gewitterwolken, die in vielen Formen am Nachthimmel flackern. Sie werden durch die Entladung positiver Blitze zwischen einer unter ihnen liegenden Gewitterwolke und dem Boden ausgelöst. Sie leuchten und sehen oft wie orangefarbene Lichtblitze aus, die in 50 bis 90 Kilometern Höhe in der Troposphäre auftreten. Rote Kobolde wurden erstmals 1989 von Forschern der Minnesota University und anderen wissenschaftlich erfasst. Sie sind nicht so heiß wie normale troposphärische Blitze, weshalb sie eher wie Entladungen von Leuchtstoffröhren aussehen. Morning Glory Wolken. Nichts ist dramatischer als eine Morning Glory Wolke, die den Eindruck erweckt, es würde gleich ein gigantisches Raumschiff auftauchen, wie im Film Independence Day. Morning Glory Wolken sind ein seltenes Wetterphänomen, eine fremdartige Wolkenformation, die weithin sichtbar ist.
Eine Morning Glory Wolke ist eine Wolkenwelle der unteren Atmosphäre, die in verschiedenen Regionen der Welt auftritt und manchmal wie ein Zeitraffer-Video aussieht. Der beste Ort, um Morning Glory Wolken zu sehen, ist der Golf von Carpentaria in Nordaustralien, wo sie auch Arcus-Wolken oder Rollwolken genannt werden. Geformte Blitze. Blitze finden wir nicht so dramatisch, weil wir bei Gewitter meist drinnen sind. Aber dieses Video zeigt, wie unglaublich, aber auch verheerend sie sein können. Die Weisheit, dass Blitze nicht zweimal an der gleichen Stelle einschlagen, wird dich dieses Video vergessen lassen. Ziemlich verrückt sind geformte Blitze, die beim Einschlagen Figuren bilden, wie dieser in der Form des US-Bundesstaates Wisconsin. Und rate mal, wo er eingeschlagen ist. In Wisconsin, was wohl kein Zufall sein kann. Und zum Glück wurde er von dem Fotografen Jerry Zimmer gefilmt, denn Blitze faszinieren. Seine Geduld zahlte sich aus, als er dieses Schauspiel aufnahm. Noch gruseliger war der Blitzeinschlag in Walt Disney World in Orlando in Florida 2020. Die Parkbesucher waren zu Tode erschrocken und bei dem darauffolgenden Donnerschlag bebte der Boden unter ihren Füßen. War dieses Video faszinierend oder nicht? Was hat dich am meisten beeindruckt? War es die Morning Glory Wolke oder die geformten Blitze in unserer heutigen Nummer 1? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, die Benachrichtigungen einzuschalten und diesen Kanal zu abonnieren.